pünktlich wie die Maurer unsere Gastronomen gestatten. Jenny, sehr erfreut, Daniel. Auf Schiff oder sollen wir direkt ins Restaurant? Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Restaurant, okay. Oder? Schön, schöne Gegend. Touristenhochburg auf jeden Fall. Es ist jede Menge Betrieb hier auf den Straßen. Hunde, also ist schön, ist einfach schön, herrlich. Apropos herrlich. Coole Schuhe, was ist denn da los? Antonio, Signore Stylish, ist los. Und Bello Markus. Wie ist denn Trabach so? Ist halt ziemlich altmodisch hier. Sehr, sehr alt, kulturell alt. Antonio, unser fescher Italiener, ne? Alt, alt, altmodisch, alt, alt, alt. Kein Wunder, ne? Bei den Schuhen, dass der so denkt. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Also, was mich auch erwartet. Hoffentlich kein altmodischer Laden, oder? Wer am Ende alt aussieht, entscheidet die Woche. Jetzt will's Perfektionist Matthias wissen. So, Chef wartet. Los geht's. Also ich würde mich natürlich ärgern, wenn irgendein Fehler passiert, wo man sagt, der passiert normalerweise nie. Und dann gerade in der Situation, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Wichtig ist nur eines. Das ist eine tolle Gruppe, das sind tolle Leute, tolle Menschen. Na denn? Das Hotel Bellevue ist schon bekannt hier in der Gegend und gehört mit zur Superhotellerie hier in Traben-Trarbach. Also die Erwartungshaltung, wenn du vor so einem Haus stehst, ist natürlich gleich eine größere. Könnte man vorstellen, ich weiß ja nicht, wie die Gastronomie von den anderen ausschaut, da ist auch schon mal der Schlüpper nass, ne? Vor lauter Angst. Die sind jetzt da, wir würden Vollgas geben und das wird ein super Tag. Oh, fein. Wow. Oh, wow, geht schon los, ne? Man hört und staunt. Geht der Konkurrenz etwa jetzt schon die Flatter? Wenn man das Haus betritt, begibt man sich auf eine kleine Zeitreise. Puh, was ein Laden. Die haben eine Auszeichnung da hängen. Also da kriegt man schon Schlackern. Da hängt ein Feinschmecker, da hängt ein Gourmillon, da hängen Punkte. Die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Also da holla die Waldfee. Nicht nur die Auszeichnungen machen was her. Das Jugendstil-Dekor und die exklusive Lage sind doch auch cool, oder? Ein schöner Blick draußen. Direkt die Mosel. Weinbergen. Schon beeindruckend, hier in so einem tollen Haus jetzt zu starten. Also, für mich wie ein Gourmet. Ja, wir sind hier schon in der Gourmet-Schiene drin, würde ich mal einfach so sagen. Ja. Das ist wieder darum der Nachteil dann, in Anführungsstrichen, für den Matthias. Ne? Der wird automatisch schon mal ganz anders beäugt. Ich habe schon die Speisekarten dabei und die Cassandra, meine rechte Hälfte, meine linke Hälfte, bessere Hälfte, das Restaurantleiter und Sommelier. Ohne Weinchen geht an der Mosel gar nichts. Deshalb bekommen die edlen Tropfen auch eine eigene Karte. Weinbüchelchen haben wir auch noch dabei. Die Cassandra würde auch gerne was empfehlen, wenn ihr Lust habt. Ich lasse mal hier liegen. Ich gehe schon mal in die Küche, gell? Bis nachher, gell? Ja. Oh, das Ding ist so dick wie ein Telefonbuch. Ja, lustiger Typ, ne, der Daniel. Ne? Ich glaube, der denkt sich gerade, wo bin ich hier gerade? Ne? Ja, der Daniel hatte sich das Telefonbuch angeschaut, die Weine. Also im Telefonbuch stehen ja wahnsinnig viele Nummern drin. Und viele Weine. Es sind auch viele Weine drin, ich habe mal reingespiekt. Mein Gott, ne? Wenn du mal eine Karte hast mit über 400 Positionen an Weinen, ne? Das ist schon stark. Nicht nur stark, geradezu formvollendet, wie Serviceleiterin Cassandra hier den Gästen die Bestellungen entlockt. Sie haben gewählt. Ja, haben wir. Was könnte Profi Matthias zum Schwitzen bringen? Daniel probiert's mit fluffig. Also ich hätte ganz gern die Schaumsuppe von den Pfifferlingen. Ja. Mit ganz viel Schaum. Und ich will so eine Taube sehen. Ach was, der Daniel ist die Taube. Ist ja spannend. Kaum sind die Bestellungen gemacht, kommen die Zaungäste. Aber auch die Zutaten erreichen die Küche. Einige sogar lebend. Das ist halt alles top, 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 frisch, top Ware. Oh. Hallo. Ach, kommt her. Hallo. Hallo, grüß dich. Gerade frische Liebe bekommen. Hier haben wir schöne europäische Hummer. Die blau leuchtenden, also bläulichen, das sind europäische, genau. Und die rötlichen, das sind die kanadischen. Europäisch, ja, wo kommen sie genau her? Der kommt aus der Bretagne. Das ist alles Wildfang. Auch die Merkmale, wenn sie eine feste Karkasse haben, da sind es ganz frische Tiere, weil sonst wird die Karkasse nachher wieder weich. Ja, sehr schöne Taschenkrebse hast du hier. Wo kommen die jetzt her? Die kommen aus der südlichen Bretagne. Ja, super frisch, gell? Auch wie sie sich noch bewegen. Und ja, da merkst du schon. Klasse Qualität. Ja, super. Frischer, ich glaube, der ist ganz munter. Ja, kannst du den für mich nehmen nachher? Ist das in Ordnung? Ja?
Ey, warum streichelst du den, weil ich den gleich krieg? Das beruhigt. Das beruhigt. Habe ich bei den Frauen gelernt. Bevor es in heiße Wasser kommt, oder wie? Noch ein bisschen die Zutaten beruhigen und dann weiter im Takt. So, dann bereite mal den Taschenkrebs-Salat vor. Kochendes Wasser. Klassisch holt man ja eine Cour Bouillon, ne? Aber ich bin da kein Fan von. Anstelle Wasser, Cour Bouillon, ist dann wirklich mit Gemüse angesetzt, wo einfach schon ein bisschen Power drin ist. Ne? Das macht man beim Hummer auch. 5 Minuten. Es gibt auch viele, die kochen den länger. Ich mag das nicht, wenn er so lang ist. Ich mag den lieber ein bisschen glasiger vom Geschmack her. Wie beim Kneipen. Vom heißen ins kalte Wasser. Der Garprozess wird sofort unterbrochen, deswegen alles fein, schön im Eiswasser. Die Delikatesse Taschenkrebs ist selber nicht sehr wählerisch, was Nahrung angeht. Auf dem Speiseplan steht auch gerne Aas. Der Fleischanteil ist nicht riesig und dazu gut versteckt. Als nächstes holen wir das Fleisch raus. Da wird das hier aufgebrochen, einmal dran ziehen, dann sieht man schon, dass man diese 2 Sachen rausholen muss. Das mache ich jetzt überall. Der arbeitet einfach seinen Stiefel runter. Das finde ich so faszinierend bei dem Matthias. Auch bei mir vorhin, ne? Der redet, knickknack, bum bum, zack, macht weiter. Ja, was für ein Arbeiter ist, der Arbeitsaufwand. Wenn der anfängt, die kleinen Dinger da abzuschaben. Das ist toll. Wahnsinn, das ist doch verrückt. Machen wir ein bisschen mehr Fleisch. Bitte. Wo haben wir den Krusten? Ah, hier. So. Dann haben wir hier zum Marinieren. Das ist jetzt der Taschenkrebs-Salat, heißt das. Ist reines Fleisch. Das hier ist jetzt Krustentiefung ganz stark reduziert. Brauchen wir nicht viel. So ein bisschen. So, da haben wir das. Ein bisschen Petersilie. Nur ein bisschen. Mache ich nicht viel rein. Wir wollen es relativ Natur lassen. Eigentlich sehr simpel, ne? Dann haben wir hier noch eine Guacamole vorbereitet. Guacamole ist halt Avocado, bisschen Knoblauch, bisschen Chili, bisschen Koriander, bisschen Petersilie. Dann muss man noch die hohe Kunst des Anrichtens beherrschen. Matthias macht das natürlich mit links und der Krebs kehrt in seinen eigenen Panzer zurück. Passt und hat Luft. Dann holen wir noch ein bisschen Hummersoße. Die haben wir eigentlich immer im Repertoire. Wir haben immer, die Küche basiert eigentlich auf Krustentiersoße. Normale klassische Jus, wo wir unsere Ableitungen machen. Bin ich mal gespannt, ob diese Kombination auch so geschmacklich passt. An der Mosel steht die Vorspeise an. Zuerst aber fasst Markus die Faktenlage zusammen. Starkes Team, das für uns kocht heute und natürlich auch für die anderen Gäste. Ist auch genug Schaum auf meinem Süppchen. Für Schaum wird gesorgt, aber keine Schaumschläger. Schaumschläger sind das keine. Das Belle Epoque bläst zum Auftakt. Vorspeisen ab. So schnell sieht man sich wieder. Markus genehmigt sich jetzt den Salat vom Taschenkrebs. Einmal die Premium-Klasse für Antonio. Er startet mit Gelato-Austern Nummer 3. Jenny hat sich für das Tatar vom dänischen Kaisergranaten mit Caesar Salad entschieden. Daniel bekommt die Schaumsuppe von Pfifferlingen inklusive Extrawurst. Wunsch. Die Schaumsuppe mit viel Schaum, wie bestellt. Lasst euch schmecken, gell? Dankeschön. Guten Appetit, gell? Danke. Dankeschön. So, ich finde mein Teller sehr schön. Ist fast schade zu essen. Alles so fein. Das passt zu allem, zu dem ganzen Stil hier. Auch Markus setzt in der Küche auf edel. Damit ist Matthias sein größter Widersacher der Runde. Was aber bestimmt keinen Einfluss auf seine Taschenkrebssalatkritik hat, oder? Die gesamte Kombination finde ich sehr interessant. Die Fruchtigkeit und das Krebsfleisch, was die Süße bringt und die Säure der Krebsfrucht. Der Rucola bringt die Bittertöne mit sich. Dann haben wir die Avocado, die für eine gewisse Cremigkeit sorgt. Für mich persönlich könnte das ganze Gericht noch etwas mehr Pfiff haben. Der kleine Pfiff, der mir fehlt, ist etwas mehr Geschmack. Noch etwas reduziertere Soße, vielleicht eine Prise Salz mehr, das hätte das Gericht zum Explodieren gebracht. Unten drunter gehabt. Ja, das Salz ist da. Man sagt ja auch, das Salz steht auf dem Tisch. Besser so wie versalzen. Das ist auch überhaupt keine Kritik. Das ist einfach, ich suche jetzt mal was. Ne? Irgendwas muss ich ja hier sagen. Ich glaube, so ein bisschen denkt der Scheiße. Das ist ja verdammt gut. Was tue ich denn jetzt? Ne? Während Antonio seine Austern hypnotisiert, hat Markus uns noch etwas mitzuteilen. Ja, ich denke, ich würde das auch noch mal so bestellen. Siehst du, das ist das schönste Kompliment. Wie sieht mit deiner Suppe aus? Also mein Schäumchen, das habe ich definitiv gefunden. Der war dann richtig schön dick, war der drauf wie beim Milchkaffee. Da war richtig schön fluffig, war der. Aber jetzt sind wir ja schon eine Weile am Essen und deswegen ist er jetzt langsam mal weg.
Nun, ansonsten schön cremig im Abgang. Von den Pfifferlingen her ist das als Suppeneinlage, sind die schon massig vorhanden, sind auch schön geputzt. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich Kritik an meiner Vorspeise gehabt hätte, würde ich sagen, nee. Die war durchaus lecker, die war positiv. Sympathischer Typ, ne? Also der Daniel haut das einfach so raus, was er denkt, gefällt mir. Ob Jenny das auch unterschreiben würde? Egal, jetzt ist Antonios Meinung gefragt. Wie sind die Gelato-Austern? Gut, bei Austern kann man nicht viel falsch machen. Die müssen halt nur frisch sein. So, man sieht auch hier die Tätowierung, dass sie auch original sind. In Fachkreisen wird die Gelato-Auster als eine der besten auf jeden Fall bezeichnet. Ne? Wenn die Auster sehr frisch ist, sind die nicht so extrem glitschig. Gell? Die haben, ist noch ein bisschen beißfest. Mit dem Schuss Zitrone zieht sich das noch ein bisschen zusammen und man hat dann diese Bissfestigkeit auch. Und man schmeckt auch richtig das Meer raus. Also so frisch sind die. Sehr gut. Jenny, wie sieht's bei dir aus? Lecker, lecker, lecker. Ich habe die Tatar von dieser dänischen Kaisergranate. Ist gerollt in einen Teig. Es ist so sehr crunchy. Ich habe nichts zu meckern. Aber trotzdem, irgendwie der Caesar-Salat fehlt. Ich sehe doch da den Salat, hatte sie doch gehabt. Also, das ist halt eine Interpretation. Ne? Sie wird wahrscheinlich erwartet haben, dass der einfach wie immer ein schönes Schüsselchen, so in klein. Oh je, tritt Jenny da etwa in ein Fettnäpfchen? Andere Frage, wie reagiert der Gourmet-Koch? Das hier, das war ein Salatherz vom Römersalat, okay. Wie beim Caesar Salad. Ja. Und dann war dieses Thousand Island Dressing. Der klassische Caesar Salad ist nur Römersalat, Parmesan, Croutons und Anchovies. Ja, also hat er super gemacht und auch absolut richtig. Das ist einfach ein Teil dieser Vorspeise und das ist eine Interpretation. Übrigens mit dem richtigen Salat, weil viele machen Caesar Salat mit dem blödsinnigen Eisbergsalat oder irgendwie so ein Schwachsinn. Alles in Ordnung. Also ich kann schon Ihre Frage verstehen, vielleicht weil sie es halt nicht so kennt, die Küche. Die Erklärung von Matthias war akzeptabel. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen alle zufrieden waren. Also nichts wie weiter im Takt. Chef Matthias gibt wie immer den Ton an. Rund 10 Köche und Hilfen unterstützen ihn am Herd. Also wenn ich jetzt an die Küche denken tue, auch an seine große Brigade, das schüchtert mich schon so ein bisschen ein. Das ist dann so der König, der auf seinem Thron sitzt und gibt dann die Kommandos und alles ist am Laufen. Wie der Dirigent, der den Ton angibt, das war schon beeindruckend, ja. Die Küchengäste kommen aus dem Staunen nicht raus. So, und als nächstes kommt die Rehkeule. Und dann zeige ich euch das Fleisch. Ja, sollen wir einfach mitkommen? Genau, kommt bitte ins Kühlhaus. Ja. Achtung, Wildwechsel. Da macht ihr das Kühlhaus auf, da kommt diese Wanne und da liegt das Vieh noch am Stück da drin. Da haben die einfach mal Bambi über den Haufen geknallt und legen das in der Wanne da rein. Unfassbar. Und Daniel haut den raus, ne? Bambi weggeknallt, rumsbums, ne? Frisch, Bambi in der Wanne. Hm? Er ist schon ein Gibt witziger Mensch und muss man ihm das erleben. Das ist für Jenny nicht so, kommt nicht so an bei ihr. Wir kriegen jede Woche mindestens eins, eher zwei, manchmal auch ein Hirsch, alles vom hiesigen Jäger. Frischer geht's nicht. Obendrauf erhält das Reh die Spezialbehandlung vom Chef persönlich. So, dann machen wir das mal fertig. Während Matthias dem Wild fachmännisch die Keulen abtrennt, lernen die Gäste das kleine Fleisch einmal eins. Der hat es uns auch gezeigt und vor unseren Augen hat er fachmännisch zerlegt. Ja, fachmännisch zerlegt, ja. Oberschale, Unterschale, Rehnüsschen und falsches Filet. Und es war für mich sehr lehrreich, trotz der armen Tier. Also das mindert jetzt nicht die Qualität, wenn ich das jetzt in Einzelstücken kaufen würde. Nee, es muss sowieso ein bisschen abhängen. Also diese Keule, die heute Morgen kam, kann ich für das à la carte Geschäft heute für euch nicht holen. Die muss immer noch ein paar Tage abhängen, dass ein bisschen der Eiweißzerfall anfängt, dass es ein bisschen weicher wird. Super erklärt, ganz schnell. Da geht es einfach um die Reifung. Jetzt holen wir die Oberschale einfach. Wir können aber jedes andere Teil jetzt auch zubereiten. Ich hole einfach jetzt eins. Was Matthias hier macht, nennt sich Parieren, also Sehnen, Häute und Fett entfernen. Und der Daniel hat da mal eine Frage. Ich würde aus der Oberschale, wenn ich jetzt ein Schwein nehme, Schnitzel machen. Genau. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen Schwein und oder Rind? Reh ist ja für mich, muss ich sagen, das edelste Fleisch, was es gibt. Auch Rindfleisch ist zäher und auch fetter. Und deswegen zeige ich euch das. Die Garen hat ein bisschen anders, gerade weil es so ein mageres Stück Fleisch ist. Wir salzen das ein bisschen vorher. Dann machen wir einfach noch mal ein bisschen Aromate dran.
bisschen Rosmarin. Und dann fertigt Matthias der Keule einen maßgeschneiderten Tauchanzug. Das Fleisch geht nämlich gleich baden. Haben wir hier so ein Gerät, Wasserbecken. Modernste Gartechniken, ne? Also im Sous-Vide-Bereich. Das heißt natürlich jetzt auch wieder, dass da nicht mit einer großen Hitze reingegrätscht wird, ne? Das Eiweiß dann irgendwie ja, stockt, das Fleisch dann irgendwie nicht auf den richtigen Garpunkt kommt. Das ist A, man geht auf Nummer sicher, das ist gut im à la carte Geschäft. B, schonendes Garen. So, hat man hier dieses schöne Reh zum Nachbraten. Butter ist immer gut, weil Butter gibt immer eine schöne Bräune. Noch mal ein paar Aromaten, bisschen Thymian hier rein. Gibt es eine ideale Garstufe für das Keulenstück? Nach meiner Auffassung soll es schön Medium sein. Wenn ein Gast sagt explizit, wir möchten es Medium Rare, kriegt er es Medium Rare. Wenn er sagt, er will es roh, dann kriegt er es roh von mir. Kunde ist König, klar. Und Sous-Vide-Garen spitze findet jedenfalls Monsieur Küchenchef. Und das ist ja der Vorteil von diesem Wasserbecken, der Saft, der kann ja nirgendwo hin. Na schau, na bitte. Gradlinig, der weiß, was er tut, da ist, ja, das läuft bei dem. Er versteht halt sein Werk. Hm? Das Belle Epoque holt noch mal tief Luft, denn gleich ist großes Hauptspeisenkino angesagt. Da haben wir hier die Taube im Blumentopf, die präsentieren wir immer. Dann geht die wieder zurück in die Küche, dann machen wir die fertig und dann kriegst du den fertigen Teller. Ich persönlich würde das jetzt nicht so machen, dass ich ein Schwein hole, ziehe das dann an seinen Hufen zum Tisch und sage, guck mal, da schneide ich dein Schnitzel raus. Würde ich jetzt so nicht machen, aber wenn man das hier so macht, dann ist das okay. Ein kleinen Show-Effekt, ein bisschen was für den Gast, finde ich persönlich ganz toll. Gourmet-Restaurant hin oder her, da müssen sie alle durch, die Konkurrenz umhauen. Zum Beispiel mit der Hauptspeise. Einmal wild bitte, Italiener Antonio testet die Hunsrücker Rehkeule mit Gnocchi. Spaßvogel Daniel kostet wie Mike die Anjou-Taube, im Römertopf gegart mit Trüffeljus. Jenny hat sich ein schottisches Lachsfilet angelacht, das bringt Limonen-Kartoffelstampf mit. Markus Wahl, Seeteufel und pochierte Austern, dazu gibt's dicke Bohnenkerne und Kartoffeln. Guten Hunger und noch bessere Bewertungen, wenn's geht. Markus macht den Anfang. Gibt es was zu meckern oder ist alles très bien? Ich habe einen grandiosen Seeteufel. Ganz klar, super gebraten, wunderbar glasig. Auf den Punkt Gewürz à point, würden wir so schön sagen. Diese perfekte Zubereitung hatte natürlich auch noch weitere Erwartungen ans Gericht. Und dann fand ich die pochierte Auster. Auch für mich eine sehr leckere Angelegenheit, jedoch war da etwas von der Austernschale drin. Und diesmal natürlich direkt in die Zähne. Hat geknirscht und das sollte eigentlich auch nicht passieren. Ich, der Mike, ist versöhnlich und sagt, ja, am Ende des Tages kann es passieren. Diese Kaisergranat-Jus könnte auch hier wieder so ein klein bisschen mehr von diesem Kaisergranat durchkommen, von diesem Krustentiergeschmack. Ja, in der Summe ein ansprechendes Gericht. Der Wein passt hervorragend dazu. Es ist eigentlich eine sehr schöne Kombination, die Tomatensäure mit dem etwas säurearmen Chardonnay. Wie sieht's bei euch aus mit dem Rotwein? Ich würde mal behaupten, ich würde mein Täubchen auch mit einer Cola runterkriegen. Also da habe ich jetzt gar keine Schwierigkeiten mehr. Der andere findet das witzig, der andere meint, das also ist nicht so lustig. Aber es kommt gut an. Du bist mir zu witzig, Junge. Hm? Es ist nichts für sie. Aber jetzt mal im Ernst, Daniel, wie schmeckt denn das Täubchen? Schießt's den Vogel ab? Eine Taube, das habe ich noch nie gehabt. Das gab es also unvorstellbar, die Ratte der Lüfte auf meinem Teller zu haben. Ich habe mir jetzt so grauen Samen vorgestellt, aber die ist so, so mega hammergeil ist die. Ich habe noch nie gehört, dass man Geflügel rosa essen kann. Die haben das rosa gemacht. Okay, ich habe rosa gegessen. Alles klar. Dann haben die dann unten drunter noch Gemüse drunter gelegt. Und da kommen die auf die Idee und machen dann so viele verschiedene Sachen. Guck mal, ich habe sogar grünen Spargel gefunden. Also das war schon eine Bombe. Vielleicht eint Jenny und Daniel ja wenigstens die Begeisterung. Wie schmeckt dir das Lachsfilet? Mein Gericht ist einfach, also absolut gehobene Küche. Also alleine wie das präsentiert auf dem Teller. Es war französisch und Gourmet-Gericht für mich.
Was sind das eigentlich für Spaghetti, die da oben auf deinem Fisch aufgetürmt sind? Es ist kein Spaghetti, es ist Rahmrettich. Der Rahmrettich war mild. Es war nicht so intensiv, aber es war genau passend. Also der Fisch ist auch nicht fest, es ist ganz zart. Ja, das sieht man ja, wie glasig der ist, ne? Also Top-Garpunkte bei allen Gerichten getroffen, das sehe ich von hier. Das war eine schöne Sicht von Haut dran. Knusprig. Und der Rauch hat man auch einfach beim Geschmack gespürt. Es ist auch so, ist nicht so rauchig. Es ist genau auf der Punkt. Nur es fehlt mir ein klein bisschen Salz drin. Und hinter den Kulissen, da vertraut einer seinem Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass mir jetzt hier niedergemacht werden von den Kollegen. Deswegen bin ich eigentlich frohen Mutes, wenn ich gleich rausgebe und die werden mir das sagen. Ein Urteil fehlt noch. Und Markus hatte zwar kein Haar, aber Hartes zu melden. Hallo. Matthias. Wie sieht's aus? Also für den Seeteufel, da könnte ich dich umarmen. Wunderbar abgeschmeckt, hervorragend gewürzt. Im Austernsud ist leider so, da habe ich natürlich draufgebissen auf die Geschichte hier. Hat mich natürlich geärgert, gerade so, weil man dann nochmal alles kontrolliert. Vielleicht war das in den Barteln drin von den Austern. Und da ist so ein klein bisschen Gemüse noch mit reingerutscht hier in die Pfanne. 98% der Bohnen haben sehr gut ausgesehen, doch 2% waren halt einfach angebrannt. Ist halt mein Fehler, muss ich ganz klar sagen. Muss ich halt besser kontrollieren. Bleibt noch Antonios Urteil. Wie überzeugend ist die Rehkeule? Matthias, hast du alles super gemacht. Auch die Gnocchi, die waren sehr gut. Die waren auf dem Punkt, auch von der Menge her, von der Größe her, von dem Geschmack her. Waren schon zart und hat eine richtige Gnocchi. Ein Italiener lobt Gnocchi von einem Deutschen. Nur das Fleisch war nur vielleicht ein Tick zu lang drin. Okay. Ein Tick nur ja. Ein bisschen. Ich habe mich nicht so getraut, ihm das jetzt so wortwörtlich direkt ihm das zu sagen am Tisch, aber es war zu trocken. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Wir sind in einem Gourmet-Restaurant und es muss alles von A bis Z stimmen, ja. Und dass sein Fleisch oder wer es fleischfest war bis heute, muss nicht sein. Aber anscheinend ist es noch ein bisschen zäh vielleicht. So, irgendwie so habe ich das jetzt verstanden. Eigentlich ist es ja rosa gebraten, das Fleisch. Das war es wohl nicht. Ist natürlich scheiße gelaufen. Nächstes Mal machen wir es wieder besser und dann geht es halt weiter. Er wirkt jetzt nicht so emotional. Das ist aber bitte nicht so zu verstehen, dass er sich nicht ärgert, sondern das ist einfach Professionalität, die der Mann in sich hat. Ne? Und der ist halt wirklich eine richtige Maschine, würde ich jetzt mal sagen. Richtig gut. Und auf Maschine Matthias kommt jetzt Großes zu. Nicht nur buchstäblich, auch im Wettbewerb ist Markus sein größter Konkurrent. So, Matthias, was kochst du denn? Tag, Dessertchen. Kennst du bestimmt. Hier haben wir rote Weinbergsfüllische von der Mussel. Dazu machen wir noch ein Kartäuserklößchen. Kartäuserklöß, ja. Mike, warum heißen die eigentlich so? Wir kennen sie nur als arme Ritter. Also, mein lieber Markus, da habe ich mich schlau gemacht. Also, es war ein Kartäuser Mönch, ja. Und der hat so alte Brötchen in gesüßter Milch eingetunkt. Und dann war noch Zimt und Zucker von Weihnachten über und das wurde drüber gestreuselt. Und dann hat der das immer so gegessen, hat das auch rezeptiert. Und das wurde dann irgendwann gefunden, als dieser Mönch verstorben ist, ne, in dem Kloster. Und so ist es zu diesem Namen gekommen. Also, ich würde sagen, wir machen einfach mal zusammen die Weinbergsflüssige. Die blanchieren wir jetzt ein bisschen ab im Rotwein, im Kochenden. Dass man sie besser schälen kann. Wir werden ja schon viele hundert Jahre an der Mosel angebaut. Und die wachsen natürlich gerne immer in den Regionen, wo Wein wächst, weil sie brauchen auch die Wärme, die Sonne. Also ein ganz intensives Aroma. Ein unglaubliches Niveau an Frische in dieser Küche. Ne? Hier ist nichts irgendwie, also auch gar kein Punkt dazu gekauft. Es wird alles selber gemacht. Ne? So, man ein bisschen Fond davon. Der Matthias hat reinen Rotwein genommen. Man kann das auch im Winter, in der Winterzeit mit Zimt, mit Sternanis auch so ein bisschen weihnachtlich kochen. Da binde ich den Fond ab. Bei uns heißt es Dicke Willi. Dicke Willi. Machen wir ein bisschen Dicke Willi an. Ja, Speisestärke heißt bei uns auch Dicke Willi, weil sie einfach die Soße dick macht. Der Dicke Willi darf sich über die gehäuteten Pfirsiche freuen. Dafür kriegt gleich wer eine Abreibung. Kartäuserklößchen, da denke ich immer an meine Oma, mit Weinschaumsoße. Für uns Kinder war es immer sehr lecker, weil es war halt süß. Und Oma konnte den Kompott loswerden, ne? Das habe ich auch zu gerne genascht. Ne? So, Frühstücksbuffet übrig, alte Rosinenbrötchen. So,
So, dann reiben wir die einfach kurz ab. Dann nimmst du das Weiße und die Kruste. Genau. Was machst du damit? So, die Kruste, die ist nachher für die Panade da. Die mischen wir nachher mit den Amaretinis. Haben wir so kleine Amaretinis immer. Über im Verhältnis, sagen wir mal, ein Drittel Amaretini, zwei Drittel von dieser Milchbrötchenkruste. Also kleine Mandelkekse, guter Geschmack alles. So, dann machen wir nachher alles nochmal in den Mixer, die Masse, und wird nachher gesiebt. Die Masse sieht dann halt so aus, muss man halt gucken, dass es schön fein gesiebt ist, dass sich nachher der Kartäuserkloß richtig schön vollsaugen kann und man kriegt eine schöne, kompakte Kruste. Apropos vollsaugen, dafür tränkt man sie vorher noch in einer Milch- und Eigelbmischung. Und gießt die ein bisschen drüber und dann zudecken, ab ins Kühlhaus. Wenn das dann 4 Stunden her ist, dann sieht das halt so aus. Jetzt heißt es, einmal vollsaugen bitte. Jetzt vollgesaugt und jetzt Pfanne heiß. In Butterschmalz, Gold, Gelb, nicht Schwarz. Wie eben die Bohnen. Das hat er nicht vergessen, ne? Die schwarzen Bohnen. Sondern Gold, Gelb werden die gebacken. Diesmal stehe ich dabei. Also schön aufpassen. Dann können die Äuglein nämlich auch ein Phänomen beobachten, erklärt vom Küchenchef. Also hier siehst du auch schon ein bisschen, hier geht es auch ein bisschen hoch. Ne? Die waren eben richtig flach. Jetzt geht ein bisschen verdunstet die Feuchtigkeit, die innen drin ist, und drückt gegen die Kruste. Und jetzt fängt die halt auch an aufzureißen. Ja. Puderzucker drauf, während die Klöße auf einem Küchentuch abtropfen. Riesling Sabayone aus dem Ärmel schütteln. Und damit nicht genug. Jetzt haben wir noch hier ein Vanilleeis selbst gemacht. Was auch sonst. Und obwohl das bereits zum Reinlegen aussieht, kommt noch etwas Deko ums Eck. Für mich ist das einfach ein einfaches Dessert, aber vom Geschmack her ist das schwer zu übertreffen. Ja, ich finde das toll, dass alte Gerichte, so, die man früher gerne gegessen hat, arme Leutsessen hat man auch gerne dazu gesagt, dass diese Gerichte wieder aufgegriffen werden und jetzt sogar in der Gourmet-Gastronomie wieder verwendet werden. Schleck, mon Dieu, das Dessert steht an. Daniels krönender Abschluss, eine Magnari-Schokoladenschnitte in fruchtiger Begleitung. Die kennen wir schon und Antonio darf sie probieren, die gebackenen Kartäuserklößchen. Jenny hat sich für ein Orangenblüten-Panna-Cotta mit marinierten Himbeeren entschieden. Und Markus, der bekommt eine Variation französischer Rohmilchkäse mit Beilagen und Früchtebrot. Da bin ich mal sowas von sprachlos. Mit vollem Mund soll man ja auch nicht sprechen. Trotzdem würden wir ganz gerne erfahren, wie es schmeckt. Zum Beispiel die Kartäuserklößchen. Antonio? Ich habe vorher das noch nie gegessen. Für mich ist das eine Premiere. Die erinnern mich ein bisschen so nach so Mäuschen. Ich sag mal, meine Oma, die hat immer Mäuschen gemacht. Das ist eigentlich einfach ein Hefeteig. Vergleichbar mit einem Berliner. Beliebt an Karneval, Fasnacht oder wie man das dann nennen tut. Und das sind Mäuschen. Schmeckt denn? Sind fluffig, sind sehr warm, lecker. Ich habe Vanilleeis dazu. Hat Matthias selber gemacht. Das habe ich jetzt geschmeckt auch. Auch wie er das gemacht hat, das ist also richtig italienisches Eis. Also das hat er richtig gut gemacht. Und die Sabayone auch. Die ist sehr, sehr. Man schmeckt richtig die Sabayone. Wie in Italien? Oder? Ja, wie meine Oma. Ich erinnere mich immer, weil meine Großmutter und meine Verwandte immer Sabayone gemacht haben. Und dann das Erste, was kam, dieser Weingeschmack, dieser schäumige, warme, da habe ich mich direkt daran erinnert. Gnocchi gelobt, Eis gelobt, ja, und Sabayone gelobt. Ne? Fairer Typ. Ich stecke den kleinen Italiener in ihm. Ja, eine kleine Matteo. Ah, okay. Von Klößchen Amore zum Orangenblüten Panna Cotta. Ist auch hier die große Liebe entfacht? Oder kommt das Dessert nach Jennys Geschmack gleich hinter Daniels Humor? Es ist cremig und nicht so süß. Aber diese Verbenen-Eiscreme ist obendrauf, diese grüne Masse hat ein bisschen mehr Süß gehabt. So, wenn man kombiniert und da isst das, dann gibt es einen schönen Geschmack im Mund. Geschmack top, aber da ist noch mehr auf dem Teller zu entdecken. Gehört das dahin? Markus, weißt du, was das hier ist? Ja, das hält das noch. Kann man zwar mit essen, aber es ist kein Genuss. Es ist zwar gummiartig, ja. Aber es hat keinen Geschmack und das war einfach drauf. Naja, das ist so ein kleiner Tortenguss, den sie da drüber gemacht haben.
mein Gott, das ist wie eine Gelatine, ne? Was, wenn man vielleicht ein bisschen jetzt drauf rumbeißt. Das ist mir so Chemie. Tja, Chemie ist das nicht. Käse schließt den Magen. Markus hat eine ganze Variation davon. Ist die Auswahl denn ein 1A-Abschluss des Tages? Münsterkäse ist ein junger Münster. Dann haben wir Lancre, den ich sehr gerne esse. Schön pikant. Der Reblochon, einer meiner Lieblingskäse. Von der cremigen Textur genau richtig auf den Punkt. Der Käse war optimal gereift. Und das ist ein tolles Zeichen dafür, dass die Küche auch so ein bisschen aufpasst auf ihre Produkte. Dazu die leckere Auslese, Riesling-Auslese. Ist einfach ein sehr stimmiges Käsearrangement, das macht Spaß. Lecker. Einer hat noch nicht, einer darf noch. Jennys Tischnachbar. Und Daniel, wie schmeckt dein Schokoladenschnitt? Das Dessert, das war ja, also, das war ja das Feuerwerk schlechthin. Da war die Passionsfrucht drauf, die war einfach mega. Ein Quarkschaum im Knuspermantel. Der ist so crunchy und das ist so ein Gedicht, das ist eine Premiere, so habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe ein Kokos-Sorbet gehabt, das war ja schon lecker für sich, das hätte man noch eine Waffel reinpacken können und dann einfach mal eine Woche durchlutschen können. Ich finde den Typ super, der trägt das Herz auf der Zunge. Bei jedem Artikel, der auf deinem Teller ist, hast du einfach nur Party im Mund. War eine Bombe. Träumchen? Träumchen, Träumchen mit Träumchen. Ein Gedicht, der Abend, oder fehlt eigentlich nur noch der letzte Gruß aus der Küche, die Rechnung. Ich verabschiede mich jetzt. Danke für die offene Kritik. Wir sehen uns morgen. Ganz schönen Abend. Danke dir auch. Drei Gänge im Gourmet-Restaurant. Wie steht's mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis im Belle Epoque? 340 Euro und 30 Cent. Ganz schön hoch gehoben. Ne? Aber wir haben dementsprechend auch gespeist. Nicht sehr angemessen für dieses Essen, was wir hier genießen konnten, für das Ambiente, für den Service und was sagst du? Ja, für dieses Haus, ja. Absolut richtig und gut eingeschätzt, mein Herr. Die Dame natürlich auch. Was sagt der Herausforderer? Ihr Fazit vom Abend ist, dass wir eine gute Leistung gebracht haben. Es waren wirklich drei, vier Sachen, die halt schlecht gelaufen sind. Hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Aber da muss ich zu sagen, hundertprozentig zufrieden bin ich nie. Und wie zufrieden ist die Konkurrenz mit Matthias Leistung? Das verraten ihre Punkte. Der Matthias bekommt von mir 9 Punkte. 9 Punkte. 9 Punkte. Die volle Punktzahl von 10, weil hier hat einfach für mich persönlich alles gestimmt. Macht insgesamt 37 Punkte für Matthias und das Belle Epoque. Das ist fett, kann aber durchaus noch getoppt werden. Morgen will Markus von links überholen. Mit welchem Konzept? Die Küche des Seltinger Hofs geht schon seit vielen Jahren in die regionale Schiene. Was sagt die Konkurrenz? Die Nudeln, die sind geklebt. Wenn wir die direkt in die Soße gemacht hätten, dann wäre das auch nicht passiert. Da waren halt drei Grätschen drin. Da fängt der große Onkel doch an zu schwitzen.